Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am frühen Sonntagmorgen im Rostocker Ortsteil Gelsdorf. Aufgrund eines Krampfanfalls am Steuer verlor ein Autofahrer derart die Kontrolle über seinen Wagen, dass er geradewegs in die Warnow fuhr. Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Einsatzkräfte gegen 6.15 Uhr am Fährberg Ecke Wellenweg. Der etwa 50 Jahre alte Fahrer eines Suzuki verlor auf der abschüssigen Straße die Gewalt über sein Fahrzeug. Grund: Er erlitt starke gesundheitliche Beeinträchtigungen, nämlich einen Krampfanfall. Der Suzuki rollte den Fährberg hinab und landete schließlich, nachdem der Schilfgürtel durchfahren wurde, in der Unterwarnow. Der handlungsunfähige Fahrer saß zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Suzuki, während das Wasser langsam in das Wageninnere eintrat. Zufällig in der Nähe anwesende Angler wurden auf den dramatischen Vorfall aufmerksam und reagierten sofort. Sie setzten einen Notruf ab und begannen eigenständig, dem Mann zu helfen. Kurze Zeit später trafen mehrere Streifenwagen der Polizei und dann die Feuerwehr mit einem kompletten Löschzug in Gelsdorf ein. Zusammen kümmerten sich die Retter darum, dass der etwa 50-Jährige aus seiner misslichen Lage befreit wurde. Dies gelang, Sanitäter kümmerten sich dann sofort um ihn. Zeitgleich übernahm die Feuerwehr die Bergung des in der Warnow verkeilten Wagens. Diesen zogen die Feuerwehrleute mit einer Seilwinde aus dem Wasser. Der Autofahrer blieb vom Unfall selbst unverletzt, wurde aber aufgrund der vorherigen gesundheitlichen Probleme in ein Krankenhaus gebracht. Die Wasserschutzpolizei war mit einem Motorboot ebenfalls im Einsatz. Betriebsstoffe des Autos traten nach ersten Erkenntnissen nicht in die Warnow aus. Ja, die erste Meldung an die Feuerwehr kam heute Morgen etwa gegen 6.20 Uhr, dass in Gelsdorf im Wellenweg ein PKW ins Wasser gefahren sein soll und sich dort eine Person auch noch eingeschlossen befinden soll. Also bei Ankunft hat sich die Meldung exakt bestätigt. Der PKW war hier von der Straße abgekommen, in den Schilfgürtel reingefahren und im Flachwasser zum Stehen gekommen. Die Person befand sich tatsächlich auch noch im Fahrzeug. Dementsprechend waren die ersten Maßnahmen, die Person sozusagen aus dem Fahrzeug zu retten und dem Rettungsdienst zu übergeben. Also, es sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die erst eintreffend waren, direkt sozusagen zum Fahrer vor, konnten ihn ohne Problematiken aus dem Fahrzeug befreien, an den Rettungsdienst übergeben. Im weiteren Verlauf mussten wir natürlich das Fahrzeug auch noch sichern, um zu verhindern, dass es möglicherweise weiter ins Wasser oder in den Boden einsackt, und haben dieses dann auch noch aus dem Wasser rausgezogen.